nicht Sonntag, Feiertag. Wir dürfen keinen Krach machen am Feiertag. Das dürfen wir im Video nicht zeigen, sonst rauben die Leute uns aus. Ah, Splitter unter Nagel. Und diese wunderschöne Original Rouge 83 Baustellfliese, diese wunderschöne Fliese, die könnt ihr jetzt gewinnen, wenn ihr den... Ihr muss verrückt sein, denn zieht euch sein neuestes Stück rein. Ein Haus ist dreimal so alt wie er und dran zu machen ist noch viel mehr. Er hämmert, sägt und bohrt die harte Arbeit gleich deinem Mord. Ob er jemals fertig wird, fragen sich alle, doch er schafft unbeirrt. Mit Veritas an seiner Seite wird gesägt, gebohrt und gehämmert. Und zwar von früh bis zu spät, abends dämmert. Ein schönes Haus soll dort entstehen, wo andere mit Schrecken schnell vorbeigehen. Doch unser Busch ruht sich nicht aus, macht aus nach Bruchbude wieder ein Haus. Ehemalige Garderobe, bald keine mehr. Die Leisen arbeiten zum Sonntag. Genau, zum Feiertag. Ja, Feiertag, nicht Sonntag. Leises Feiertag. Nicht Sonntag, Feiertag. Wir dürfen keinen Krach machen am Feiertag. Psst. Ich soll laut lachen. Musst du mal einen Krach machen? Bitte leiser reden am Feiertag. Leicht gebrauchte Garderobe abzugeben? Ich glaube, die will auch keiner. Es wird leerer. Bisschen Kram noch von uns dazwischen, aber ansonsten der Rest hier. Ich habe gerade noch alles voll. Was ist hier hinter? Tut dir bitte nicht weh. Rums. Ja, kommt gleich die ganze Wand entgegen. Splitter unter Nagel. Verletzter, Notarzt. Was ist denn da? Ich hab's gefunden. Das dürfen wir im Video nicht zeigen, sonst rauben die Leute uns aus. Das Bernsteinzimmer. Wow, eine Ziegelmauer. Okay, das kommt alles raus und dann wird die Mauer anständig verputzt und dann ist gut. Das hier wird übrigens mal ein Schrank. Ein Hauswirtschaftsschrank oder sowas in der Art. Voraussichtlich. Irgendwann. Vielleicht. Wenn die Hölle zufriert. Eigentlich wollten wir auch gar nicht irgendwas rausreißen heute. Ist ja Feiertag. Ist ja Feiertag. Psst. Veritas, sie schraubt hier und dort und überall. Die Schrauben haben keine Chance gegen unsere Veritas. Ja, klau noch Musik, damit wir Ärger kriegen. Das ist keine klaue Musik, das habe ich allein geschrieben. Auch die Melodie ist von... von der Gummibärenbande, aber wenn ich nicht aussehe wie ein Gummibär, dann weiß ich auch nicht. Alter! Klappt ja gut. Was ist im Weg? Das ist natürlich doof. Das haben wir ja vorher schon gemacht, haben wir dann vergessen. Ah. Natürlich bremst ein dickes Kabel an der Seite. Oder auch nicht. Schwede, wie kann das denn so fest sitzen? Interessant. Sehr interessant. Hochinteressant. Auch nur eine Wand. Und Staub. Halt hier. Hey!
Den Blick musste ich einfach per Kamera festhalten. Der musste mit drauf. Ich will nicht so. Ich will. Das geht einfach nicht. Warum nicht? Dummes Ding. Kannst du mir mal helfen? Na toll, kannst du mir mal helfen? Schmierst du irgendwo ran? Ich glaube, es erfordert einen kleinen chirurgischen Eingriff. Falls die Berufsgenossenschaft zuguckt, ich teste gerade diese neuen unsichtbaren Handschuhe. Sind mega, passiert einem gar nichts. Und auch diese transparente Gesichtsmaske, was die Atemwege angeht, mega. Und der neue Hörschutz, den man von außen gar nicht wahrnimmt, top. So, jetzt ist nur die große Frage. Was haben wir jetzt da freigedeckt? Gute Frage, nächste Frage. Nee, ne? Noch eine Schicht und noch ein Holz. Ich sag doch, die haben einfach nur dasselbe nochmal gemacht und dann ein Brett davor. Die haben eine dicke fette Platte vor die dünne Platte geschraubt. Nee, schlimmer noch, genagelt. Genagelt. Eieiei. Es nimmt kein Ende. Ja gut, Leute. Ich glaube, zusammen das hier alles rausreißen, wird ein bisschen langweilig für euch. Entweder stelle ich die Kamera irgendwo hin und mache einen Zeitraffer. Oder ich mache es ohne euch fertig, aber zeige euch das Ergebnis. Los. Wir haben die Kamera doch noch mal kurz angemacht, weil wir dachten, das interessiert euch schon hier. Das sieht schon saugeil aus. Und ja, hinter der Wand ist ein Mauerwerk aus Ziegelsteinen. Ja, jetzt müssen wir nur gucken. Dass wir den ganzen Sheet auch rauskriegen. Ein guter Fusch ist noch keine schlechte Arbeit. Krass, die Holzklötze sind einfach da in den Mörtel zwischen den. Seht ihr das? Hier. Da waren die da drin. In den Mörtel zwischen den Steinen eingesetzt. Hier die Holzstücke. Dann sind sie mit eingebaut worden damals. Nee, die haben einfach da freigekratzt und haben wieder reingehauen. Ach so. Krass. Schatzi. Ja. Das ist das erste Stück, das hier nach Rohbau aussieht. Schon. Wir haben es geschafft. Die Wände sind frei. Die Wände sind komplett frei, die Decke ist frei. Hier hängt noch so ein Röhrchen rum, das machen wir noch weg. Da war das Stromkabel für die Deckenlampe drin, das hing hier mal. So, das kommt auch noch weg, das ist einfach angegipst. So viel dazu. Und hier drunter, kurzer Spoiler, verstecken sich Dielen. Und die werden wir wahrscheinlich auch rausholen, komplett. Und dann werden wir mal sehen, was sich unter den Dielen verbirgt. Damit der Boden hier, nämlich am Ende, eben wird zu diesem Boden. Ihr seht das, hier ist ein leichter Absatz, den wollen wir gar nicht haben. Also gucken wir mal, ob wir das hinkriegen, den runterzusetzen. Ansonsten, tada, achso, ich stehe in der Sonne. Nächstes Mal sind wir auf jeden Fall auch am Boden tätig. Es wäre zu cool, wenn noch mal eine ganz runterkäme. Ja, es wäre so einfach. Und diese wunderschöne Original Rouge 83 Baustellfliese, ja, diese wunderschöne Fliese,
Die könnt ihr jetzt gewinnen, wenn ihr den, was sollen wir vom Kommentar machen? Den kreativsten, den nettesten, den schlausten. Den abgefahrensten. Den abgefahrensten. Wer den abgefahrensten Kommentar in die Kommentare schreibt, der kann diese wunderschöne Original-Baustellenfliese hier gewinnen. Abgeklopft von Veritas. Ja. Veritas wird sie auch, wenn ihr wollt, handsignieren. Bei Bedarf auch ich. Und auch Lulix macht das. Es gibt noch eine zweite. Nee, die müssen wir jetzt kaputt machen, weil es darf nur eine geben. Nein. Doch, wird kaputt gemacht. Wir gehen. Okay. 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 Das kaputt machen geht schneller als gedacht. Das war sie. Nochmal kurz zum. Das war sie, die ganze. Aber hier ist noch die zum Gewinnen. Wow! Okay. Man lebt gefährlich auf der. Frühstreten muss verrückt sein, denn zieht euch sein neues Stück rein. Ein Haus, das dreimal so alt wie er, und dran zu machen ist noch viel mehr. Erwartet und Brot, die harte Arbeit gleicht an Mord. Ob er jemals fertig wird, fragen sich alle. Doch er schafft und will, es gefehlt, dass an seiner Seite wird gesehen, gebohrt und gehämmert. Und zwar von früh bis es spät, abends dämmert. Ein schönes Haus soll dort entstehen, wo andere mit Schrecken schnell vorbeigehen. Doch unser Rusch ruht sich nicht aus, macht aus nach Bruchbude wieder ein Haus. Wartet ab, Rusch und Ferien. Schneidet euch was davon ab. Wieder ein Haus, wartet's ab. Rusch und Ferry machen niemals schlapp. Schneidet euch was davon ab. Rusch und Ferdi machen niemals schlapp. Schneidet euch was davon ab.